herzlich willkommen, liebe Freunde der Musikschule. Darf es eine Prise Jazz sein? Wir besuchen heute die Jazzakademie. Hallo, liebe Jazzfans. In der Jazzakademie kann eigentlich jeder mitmachen, der sich für Jazz begeistert. Voraussetzung dafür ist eine kleine Aufnahmeprüfung, bei der wir einfach eure Eignung feststellen wollen. Ihr solltet ein paar Grundkenntnisse mitbringen und ein bisschen Affinität mit im Gepäck haben, um bei uns einfach dann auch mitmachen zu können. Für den theoretischen Bereich, der in einer Aufnahmeprüfung auch geprüft wird, solltet ihr ein paar Grundlagen mitbringen. Das wären insbesondere auch Kenntnisse über den Quintenzirkel und alle Durtonleitern. Das würde im Prinzip schon reichen. Das heißt auch, die Jazzakademie ist auch dafür da, sich auszuprobieren, zu schauen, was machen andere Leute, was kann ich von denen lernen, was mache ich besser. Also auch so ein bisschen sich in so einem Improvisationsschwimmbad zu tummeln und einfach ein bisschen mitzuschwimmen und zu gucken, macht mir das Spaß oder kann ich Dinge lernen, die ich einfach für später auch gebrauchen kann. Viele unserer Teilnehmer, die bei uns zum ersten Mal dabei sind oder im ersten Jahr dabei sind, die stehen meist auch in ihrem Leben dann zum ersten Mal auf der Bühne. Und gerade die Auftritte bei unseren Semesterabschlusskonzerten sind dann immer von ganz besonderer Bedeutung und natürlich auch ein Erlebnis, an das man immer wieder gerne zurückdenkt. Wenn es euch gefallen hat, seid beim nächsten Mal wieder dabei.